übers Geländer kann man auch nicht springen. Also sehr, sagen wir mal, bis jetzt sehr linear gehalten. Oh. Lol. Den Weg habe ich voll übersehen. Gehen wir natürlich erstmal zur Sackgasse. Gut, da ist nichts. Zweite Sackgasse ist nichts. Alles sehr komisch hier. Warum rennen wir hier unbewaffnet los? Besorg dir mal eine Waffe oder eine Eisenstange oder weiß der Geier. Man weiß doch nie. Ich glaube, ich muss nach oben. Yep, muss ich. Okay. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Da, Command Center. Mit jeder Minute, die vergeht und wir weiter im Spiel vorankommen, kriege ich mehr Angst. Command Center. Was? Wieso drei Pfeile? Seid ihr doof? Und dann nochmal ein Rechner, der nicht funktioniert. Was ist da los? Oh, ein Laptop? Auch kaputt. Warum sind die alle. Warum ist hier alles kaputt? Oh, da muss was sein. In dem Schrank. Oh, da. Nichts. Toll. Ah, hier. Was war das jetzt? Oh. Leute, was war das? Kann man das irgendwie eingucken? Nee. Nö, keine Ahnung, was das war. Bin gerade überfragt. Ich glaube, das Command Center ist so viele Wege für nach Rom. Ich glaube, wenn wir da lang gehen. Ah, okay. Ah, da können wir gar nicht lang. Lol. Wow. Alter, wir drehen uns so langsam um. Ich habe immer die Befürchtung, wir drehen uns um und dann ist irgendwas da. Service only. Good Service. Lass mich rein. Machen wir mal auf hier. Mega
dunkel, ne? Hello? Fuck. No one. Yeah. Is the ship abandoned or what? Mal zu. I should say there must be something. Wofür brauchen wir die Walkie-Talkies? Wir haben jetzt das zweite aufgehoben. Oder sind das nur Sammelobjekte? Angst. Das rote Flackern sagt irgendwie, geh dahin. Also gehe ich mal kurz nicht dahin. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwas verpasst haben. Haben wir hier noch irgendwas? Hier machen wir nochmal hier ab durch die Mitte. Auf dass wir gekillt werden. Was haben wir da? Zahlenkombi. Das Ding soll doch rebootet werden, oder? Kick me. You're here. Schecter One. Echo Gas, Mining Titan, Power Status Display. Ja, wir befinden uns auf einer, sagen wir mal, großen Raumstation, die beim Saturn, glaube ich, ist, und da Rohstoffe für die Erde sammelt. Und ja, wir sollten irgendwas machen. Searching Power Supply Down, Storage Lock. Far Down. Ach so, Moment. Air pure, unable to neutralize, unknown compound, concentration 3%. Waste is terminated, drain system reboot, unable to restart, core manual emergency power supply required to restart. Emergency power supply down. Ja, toll. Ganze Zettel. Was sollen denn die ganzen Zettel? Seid ihr doof? Als ob die nur drauf warten, hier. Eigentlich können wir mal kurz auf 001 gehen. 001. Oder? Thank you.
Ist hier denn noch irgendwas? Oh, wir können ja mal kurz rausgucken. Nee, können wir nicht. Was ist da los? Ja, uncool. Also, 001. Wir sind gerade auf 000. Oh mal. Null, null, eins. Enter. Hä? Elevator Card. Ihr wollt mich doch ärgern. Ja, hier. Ich brauche irgendwie diese Karte. Ich habe keine Ahnung, wo diese Karte ist. Okay, anscheinend ist direkt vor mir auf jeden Fall schon mal was. Keine Ahnung, was das bedeutet. Dann haben wir wohl hier. Was ist das denn? Turn me on. Mike. Oh dear, I fear I missed you. Hopefully you didn't expect survivors in the command center. It's just you and I, mate. You need to stay focused. There are three more generators we have to get powered up. One in each area. Have you taken a look at the holomap? I hacked it a bit so you can check the status of each generator. Don't say I never did anything for you. And remember, we need to make sure that all of them are running. I'll be in touch. Don't miss me too much. P.S. Shortest path to living area leads through service corridors. You should find near your lovely capsule. Okay. Also, wir sollten keine anderen Überlebenden erwarten. Es sind nur der Mike und wir on board, sagt er zumindest. Wir sollen die Generatoren anschalten. Und der schnellste Weg zu den Wohnungen, mehr oder weniger, oder dem Bereich, wo die halt gelebt haben, ist über die Service-Korridore. Also, near your lovely capsule. Hä, müssen wir den ganzen Weg zurück? Okay, was macht das? Oh. Ich glaube, ich habe jetzt zwei verballert. Nur zum Testen. Ah nee, doch nicht. Lol, wieder nachgeladen. Cool. So. Die Frage ist, gibt es hier eine Karte? Diese Elevator-Karte oder? Hier vor mir soll auch noch was sein. Ach, hier ist eine Notiz. Voll schwer zu sehen. Rules. Time matters. Avoid illusions. Don't kill people. Obey my words. Turn unmarked terminal. Okay.
ohne. Was? Was ist das denn jetzt? My God, what the fuck is that thing? Wo denn überhaupt, Mann? Lol. Okay. Geht das auch down? What the fuck? What the fuck? Ich hab's gekillt. Oh oh. Ich möchte da schon gar nicht lang, ey. Vor allen Dingen die Musik, ey. Dröhnt mir in den Ohren. Aber anscheinend müssen wir hier lang. Was sind das denn für Viecher? Lang denn, Alter? Da lang oder was? Freedom belongs to irgendwas. Oh! Hallo? Ach da. Down. Nein, jedes Mal, wenn ich nachlade. Das heißt, ich habe auch noch begrenzt von den Dingern, von der scheiß Munition. Fuck off. Ich bin am Arsch. Leute, ich bin fett am Arsch. Headquarters. Keine Ahnung. Kann ich hier auch so? Aua! Komm hier. Toll!
Also wird das nichts. Ich weiß nicht, so wie ich das verstanden habe, müssen wir zurück zu dem Ort, wo wir gelandet sind. Hey, stop. Do you know what's going on here? Damn it. It's too fast. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da kommen wir nicht durch. Halleluja. Aber ich würde sagen, ich verstehe. Nee, gar nicht. Das laber ich. Ich dachte für einen Moment, also die obere Leiste ist anscheinend unsere Lebensleiste und die untere Leiste weiß ich noch nicht. Ich vermute, dass wir uns vielleicht auch in so ein Viech verwandeln, wenn wir zu lange hier uns aufhalten oder infiziert werden oder weiß der Geier. Oh, aber das reicht mir jetzt erstmal. Das reicht mir jetzt erstmal. Ich habe jetzt eine Stunde circa aufgenommen. Daraus mache ich 2 Folgen. Ja. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn von so einem Spiel haltet. Was ihr davon haltet, dass ich mal ein Horrorspiel ausprobiere. Ja. Und mal schauen, ob ich mich dazu überwinden kann, dass wir uns ja in der nächsten Folge wiedersehen. Eigentlich mag ich das gar nicht. Aber vielleicht kann ich mich dran gewöhnen. Ja, mal schauen. Bedrückende Stimme. Naja. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was so euer Gesamteindruck von dem Spiel plus Facecam, den Rahmen, den ich da drumherum gemacht habe, Sound und so weiter und so fort. Hätte ich gerne schon ein bisschen Feedback von euch, damit ich weiß, ob das soweit alles in Ordnung ist oder ob ich ein bisschen was anders machen soll. Und nochmal, Entschuldigung für meine Englisch-Kenntnisse oder wie ich Englisch vorlese. Naja,
verstehe, wie gesagt, alles, aber vorlesen und sprechen ist nicht so mein. Ist nicht so mein Ding. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ja, ciao, Kakao. Miss Forth. You can't help me.